Mit dir schon in Stages haben sie bereits viele Möglichkeiten, eine animierte Reiseroute zu erstellen. Es gibt Fahrzeuge, Kartenmaterial und Fahrtstile. Unser neues Erweiterungspaket unterwegs bietet noch mehr. Was Sie im Erweiterungspaket finden und wie Sie alles benutzen, zeige ich Ihnen in diesem Video. Nach dem Kauf erscheint der Inhalt des Erweiterungspaketes automatisch in Ihrer Software. In der Toolbox sehen Sie 47 neue Markierungen, Fähnchen, Schilder und mehr im Tab Objekte im Bereich Dekorationen unterwegs. Ebenfalls in der Toolbox sehen Sie im Bereich Sound 4 neue Fahrzeugsounds. Wenn Sie aus der Toolbox den dekorierten Pfad in die Timeline ziehen, sehen Sie unter Eigenschaften 11 neue Fahrtypen und 38 neue Fahrzeuge. Viele Kunden haben sich immer wieder einen Bus gewünscht. Diesem Wunsch sind wir in mehreren Varianten nachgekommen. Hier sehen Sie, was es noch alles Neues gibt. Passend zu den neuen Fahrzeugen gibt es auch neue Fahrtypen. Für Wasserfahrzeuge gibt es zum Beispiel Kielwasser, für die Seilbahn ein Drahtseil und für Flugzeuge einen Kondensstreifen. In der Toolbox finden Sie eine Reihe von Fähnchen und Schildern, die sich gut in das Thema Reiseroutenanimation einfügen. Die Objekte können Sie auch beschriften oder miteinander kombinieren. Passend zu den Fähnchen und den Pins gibt es auch Schatten. Damit wirken die Elemente gleich viel plastischer. Ziehen Sie eine Flexi-Collage in die Timeline und fügen Sie erst einen Pin ein. Unter den Pin ziehen Sie nun den Schatten. Platzieren Sie den Schatten im Layout Designer. Jetzt klicken Sie in die Timeline auf den roten Rand der Flexi-Collage, um alles genau auf der Karte zu platzieren. Nachdem Sie eine Markierung eingefügt haben, klicken Sie in der Timeline mit der rechten Maustaste darauf und wählen Bild bearbeiten. Mit dem Werkzeug Einfärben können Sie die Farbe anpassen. Bei den Fähnchen, aber auch bei anderen Elementen, können Sie noch einen Schritt weiter gehen und diese in Nationalflaggen verwandeln. Färben Sie das Fähnchen zunächst mit einer Grundfarbe ein, zum Beispiel Blau. Verdoppeln Sie es, indem Sie die Steuerung-Taste gedrückt halten und es in eine neue Spur ziehen. Jetzt stellen Sie für die Kopie eine andere Farbe ein, zum Beispiel Gelb. Wenden Sie dann auf das zweite Fähnchen den Maskeneffekt an. Hier soll nur der mittlere Teil der Fahne zu sehen sein. Im Maskenbereich kommt deshalb ein Rechteck, das nur den mittleren Bereich freigibt. Für das Rechteck stellen Sie Weiß als Farbe ein. Schilder und Label sind ideal für Beschriftung. Wenn Sie ein Element beschriften möchten, fügen Sie es am besten in eine Flexi-Collage ein. Entfernen Sie die erste Bewegungsmarke, so ist das Element groß im Layout-Designer sichtbar. Ziehen Sie aus der Toolbox ein Textobjekt in die Flexi-Collage unter das Element. Jetzt fügen Sie den Text ein und platzieren ihn auf dem Schild oder auf dem Label. Klicken Sie nun auf den roten Rahmen der Flexi-Collage. Jetzt können Sie das Deko-Element mitsamt Text skalieren und verschieben. Weil Sie vorhin die Bewegungsmarke entfernt haben, ist das Element groß genug, um alles gut lesen zu können. Für einige Fahrzeugtypen gibt es auch dazu passende Spuren. Ich zeige Ihnen anhand von drei Beispielen, wie Sie die Fahrzeuge und die Fahrtypen aufeinander abstimmen. Ziehen Sie immer zuerst das Objekt dekorierter Fahrt in die Timeline oder wählen Sie es aus, indem Sie es in der Timeline anklicken. Dann erst sehen Sie die Option im Bereich Eigenschaften.
Am besten ist es, wenn Sie die Route bereits angelegt haben. So wissen Sie schon, welche Größe die Fahrzeuge und die Spuren haben müssen. In diesem Beispiel soll die Straße schon vorhanden sein und der Bus erscheint dann und fährt die Straße ab. Unter Fahrtyp wählen Sie eine Straße. Verdoppeln Sie den Pfad, indem Sie in die Timeline gehen und dort bei gedrückter Steuerung-Taste den Pfad in eine neue Spur ziehen. Der Pfad ist jetzt zweimal vorhanden. Für den zweiten, unteren Pfad wählen Sie unter Fahrzeug einen Bus und unter Stärke geben Sie für den Pfad 0 ein. Die Straße muss nicht nochmal erscheinen, da sie ja schon vorhanden sein soll, wenn der Bus sie befährt. Klicken Sie nun wieder auf den ersten, oberen Pfad. Im Layout Designer klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der Pfadpunkte. Wählen Sie hier Pfad bearbeiten, Dauer anpassen und geben Sie den Wert 0,2 ein. Der komplette Pfad ist nun schon nach 0,2 Sekunden sichtbar. Im Tab Transparenz können Sie jetzt noch einstellen, dass der Pfad nach diesen 0,2 Sekunden eingeblendet wird. In der Timeline können Sie den zweiten Pfad leicht zeitlich versetzen, sodass der Bus erst losfährt, wenn die Straße schon zu sehen ist. In diesem Beispiel bewegt sich ein Boot auf dem Wasser und hinterlässt dabei kleine Wellen. Wählen Sie für Ihren Pfad als Fahrzeug ein Schiff oder ein Boot aus. Unter Fahrttyp wählen Sie das Kielwasser. Dieses soll nur kurz angezeigt werden, daher habe ich in meinem Beispiel unter Länge 1000 Millisekunden eingegeben. Dieser Wert kann aber auch höher oder kleiner sein. Die Größe des Fahrzeugs spielt hier eine Rolle und daher sollten Sie es immer in der Vorschau selbst kontrollieren. Auch unter Stärke habe ich den Wert verändert. Bei mir passen 43,4 besser zu dem kleinen Boot. Wenn Sie jetzt noch möchten, dass sich das Wasser wellenartig bewegt, können Sie den Displacement-Effekt einsetzen. Unter Datei, Öffnen, Beispielprojekt wird ein passendes Projekt mitgeliefert, in dem Sie sehen können, wie das funktioniert. Hier fährt eine Lok über die Landkarte und hinterlässt dabei eine Rauchwolke. Die Gleise erscheinen erst, wenn die Lok vorangefahren ist. Wählen Sie als Fahrtyp die Gleise aus. Hier gibt es übrigens zwei Varianten. Und unter Fahrzeug wählen Sie ein Schienenfahrzeug. Stimmen Sie die Stärke des Pfades und die Größe des Fahrzeugs aufeinander ab. Jetzt kommt der Dampf ins Spiel. Diesen gibt es ebenfalls im zum Paket gehörenden Beispielprojekt. Es handelt sich hier um den Partikeleffekt. Kopieren Sie am besten den Partikeleffekt direkt aus dem Beispielprojekt. Fügen Sie ihn jetzt unter die laufende Linie in der Timeline ein. Klicken Sie die laufende Linie an und kopieren Sie den Pfad, indem Sie auf eine Marke im Layout Designer klicken und Pfad kopieren wählen. Jetzt klicken Sie auf den Partikeleffekt in der Timeline. Im Layout Designer klicken Sie auf eine der Marken und wählen Pfad einfügen. Schon folgt die Rauchwolke der Lok. Natürlich ist noch viel, viel mehr möglich und Sie können noch wesentlich mehr aus dem Paket herausholen. Legen Sie einfach los und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Erstellen Ihrer Reiseroutenanimation.